jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie oder was es alles für Pumpen gibt und wie Wasser halt im Abwasser- und Trinkwasserbereich gefördert wird. Da gibt es verschiedene Typen. Auch hier wieder ein ganz toller Wikipedia-Beitrag über die Pumpe an sich. Pumpen, wie wir sie kennen, sind Strömungsmaschinen. Das heißt, in dem Pumpengehäuse wird eine Strömung aufgebaut. Dann gibt es noch eine andere Art der Pumpe, die Verdrängerpumpe. Bedeutet, in einer Verdrängerpumpe wird das Medium weitergeschoben durch zum Beispiel einen Kolben und es kann nicht rückwärts fließen. Bei einer Verdrängerpumpe kann es nur in eine Richtung. Die typische Verdrängerpumpe ist eine Luftpumpe. Wenn du ein Fahrrad aufpumpst, schiebst du die Luft in den Reifen und in dem Moment kann die Luft nicht zurück. Die Verdrängerpumpe ist auch so eine Kolbenpumpe, wie man sie kennt aus dem Garten. Ja. Kennst du ja diese Schwengelpumpen. Das ist eine, die Pumpe, so eine Pumpe hat der Heinrich Christian Jung, der hier damals das Unternehmen gegründet hat, auch entwickelt. Und zwar hat er eine ganz normale Trinkwasserpumpe genommen und hat die zu einer Jauchepumpe umgebaut. Und damit ist er 1924 gestartet. Mit einer Handjauchepumpe. Die steht oben im Museum. Und die wurde halt handgetrieben. Siehst du also hier den Hebel abgeschnitten. Ja, ja. Die Pumpen kennt man ja von überall her. Richtig. Und hier unten sind Ventile drin. Das heißt, wenn der Kolben hochgezogen wird, ja, dann verschließt sich dieses Ventil, baut einen Unterdruck auf und saugt das Wasser aus der Leitung. Und wenn das wieder runtergeht, dann geht dieses Ventil zu, das Wasser kann nicht zurückfließen und das Wasser bewegt sich oberhalb des Kolbens und wenn es dann hochzieht, kommt es hier oben raus. In der Wassertechnik und besonders in der Abwassertechnik brauchen wir aber Pumpen, die Wasser einfach nur in Strömung versetzen. Ja? So. Heißt, das Medium kann auch in beide Richtungen fließen. Ein Pumpengehäuse ist in beide Richtungen offen. Die einfachste Pumpe, nämlich die archimedische Schraube, die ganz früher schon erfunden wurde. Und hier sieht man, dass die Pumpe an sich offen ist, es ist eine Schraube und wenn er oben dreht, siehst du, dann hebt sich das Wasser und schiebt sich immer eine Schraube weiter und dann kommst du oben raus. Jetzt hat man natürlich immer Verluste, ja? Du hast ja hier keine Dichtung und man kann diese Pumpe nicht beliebig hochbauen. Und es ist natürlich so, seit wir die Elektrizität haben, kann man natürlich ganz viele Sachen machen und auch Pumpen sehr, sehr leistungsfähig bauen. Wasserpumpen, also sogenannte Strömungsmaschinen, wie wir sie hier haben, sind für Flüssigkeiten in erster Linie gedacht. Hier wird mit einem sich drehenden Laufrad, wie wir das nennen. Ich zeige dir einfach mal hier. Die Pumpe, das ist diese, die auch in der Flugbox ist. Ach so. Ja, die U5K oder U5KS. S heißt bei uns immer eine Pumpe, die so eine Schaltautomatik an dem Gehäuse hat. Und siehst du hier mal im Schnitt den Aufbau. Ja, wir sehen also hier den sogenannten Siebkorb, der dafür sorgt, dass die Dickstoffe nicht direkt hier rein können. Und hier unten, das ist der Saugmund. Das Wasser wird also hier, tritt also hier in die Pumpe ein und durch das sich drehende Laufrad wird in diesem Gehäuse ein Druck erzeugt.